beziehungsweise um direkt damit anzufangen, darf ich Sie duzen oder hat da jemand Vorbehalte? Das hat einer auch gezeigt, gut, dann bleibe ich beim Sie. ja, mein Vortrag handelt davon, wie ich in agilen Teams, in agilen Projekten zu einer Architektur komme. Das heißt, wenn wir in Sprints arbeiten, in Zyklen von 2, 3 oder 4 Wochen, wie entwickle ich da meine Architektur? Sieht die dann nachher so aus wie hier dieses stilisierte Jenga-Bild, so ein bisschen gewachsen und am Ende fällt alles in sich zusammen? Das wollen wir natürlich vermeiden. Wer von Ihnen arbeitet agil? Fast alle, ja, wunderbar. Hoffe ich mal, dass ich Ihnen was mitgeben kann. Mein Name ist Tobias Forst, ich arbeite bei der BID Unternehmensberatung, wir sitzen in Münster und in Köln, da will ich nachher auch noch ein bisschen was zu sagen, aber für den Moment soll das reichen. Also ich arbeite tatsächlich auch als Architekt in agilen Projekten, berate Kunden in dem Thema und habe ein paar Erfahrungen mitgebracht. Was wir uns anschauen, ist ein Projekt. Es ist ein fiktives Projekt, das heißt, viele werden vielleicht, sag ich mal, so die Themen wiedererkennen, aber es ist nicht ganz echt einem Kundenprojekt entnommen. Wir stellen uns vor, in dem Projekt ist die Aufgabe, ja, wir haben hier den König-Kunde, der sitzt abends auf seinem Sofa, der möchte vielleicht ein neues Auto kaufen, der möchte vielleicht ein neues Sofa kaufen, weil irgendwie ist es doch unbequem und schon ein bisschen alt. Und dann geht er auf die Webseite seiner Bank und möchte dort direkt online einen Kredit beantragen, den auch möglichst schnell bewilligt kriegen, Geld bekommen. Bei vielen Banken gibt es das natürlich mittlerweile. Hier in dem Setting, sei es mal eine Bank, die das noch nicht so vollständig umgesetzt hat, wo Kreditanträge noch irgendwie 2, 3 Wochen Bearbeitungszeit brauchen und die jetzt im Rahmen der Digitalisierung das direkt ihren Kunden zur Verfügung stellen wollen, direkt vollautomatisiert. Das heißt, das ist unser Projektsetting und für das Projekt wird der IT-Dienstleister dort arbeitet auch schon agil. Es wird ein Scrum-Team aufgestellt. Dann ist natürlich erstmal so ein bisschen das Kennenlernen notwendig. Da kann man einen Kick-Off machen. Das heißt, bevor es mit der eigentlichen Arbeit losgeht, wird erstmal das Team so ein bisschen zusammengeführt. Da wird es vielleicht auch über fachliche Skills tauscht man sich aus. Welche Technologien kann denn jemand? Wer ist überhaupt in dem Team? Sind das jetzt Entwickler oder sind das ja häufig dann auch Leute aus dem Fachbereich oder Business-Analysten? Man tauscht sich ein bisschen darüber aus, was der ein oder andere kann. Man redet vielleicht auch über Privates, um sich ein bisschen kennenzulernen, um die Zusammenarbeit reibungsfreier zu gestalten. Man redet aber ganz wichtig auch darüber, wie man Entscheidungen trifft. Das ist rechts oben. Ja? Das heißt, wie wollen wir in einem agilen Team Entscheidungen treffen? Häufig haben wir eine gewisse Selbstverantwortung, eine Selbstorganisation für das Team. Ja? Natürlich gibt es irgendwie Grenzen in meinem Unternehmen, die das so ein bisschen einschränken, aber das Team muss natürlich trotzdem selbstständig Entscheidungen treffen, hat auch eine gewisse Entscheidungshoheit, eine gewisse Selbstverantwortung. Und genau darum soll es heute gehen. Wie komme ich zu Architekturentscheidungen? Wie wähle ich Technologien aus? Und dabei kann es auch mal zu Konflikten kommen. Das kann man in so einem Kick-Off schon mal so ein bisschen anreißen, wie man damit umgeht. Aber spannend wird es dann während der eigentlichen Projektarbeit. Wer hat sich schon mal über eine Architektur oder eine Technologie mit seinen Kollegen gestritten? Ja, wunderbar. Sehr gut. Genau darüber reden wir heute. ich muss mir ein bisschen überlegen, wie ich diese Entscheidung treffe in dem Team. Was wir uns heute angucken, ist es so, das Team möchte gerne mit einheitlicher Stimme entscheiden. Das heißt, alle im Team haben eine Stimme und jeder muss diese Entscheidung gutheißen. Ja? Das heißt, es muss wirklich Konsens herrschen. Die Dinge wollen ausdiskutiert werden. Das stellt uns dann natürlich vor die Herausforderung, dass wir jetzt da nicht den einen Chefarchitekten haben oder Ähnliches, der jetzt sagt, so und so machen wir das, sondern dass man wirklich im Team darüber diskutiert. Und das ist tatsächlich ein Setting, was in vielen Teams so ist und was auch sehr viel Sinn ergibt, weil die Leute, die letztendlich mit den Technologien jeden Tag arbeiten müssen, natürlich ein Mitspracherecht haben bei dem Einsatz. Gut. Kickoff haben wir gemacht, haben uns ein bisschen kennengelernt in unserem Team. Ich habe vielleicht erfahren, welchen Fußballverein der ein oder andere mag. Jetzt sitzen wir im ersten Planning, ja, erster Tag des Projekts. Ganz frisch, ganz neu. Der Product Owner stellt die erste Story vor. Die haben wir hier vorliegen. Also ja, als Kunde möchte ich online einen Kredit auf meinen Namen mit einer festgelegten Höhe und Rückzahlungsdauer beantragen. Also ein bisschen Infos gibt es dann schon mal fachlich.
und mir kurzfristig Wünsche wie neue Wohnzimmermöbel oder ein größeres Auto leisten zu können. Das ist letztendlich der Wunsch, den der Kunde dort hat für den wir jetzt diese Story sollen wir jetzt im ersten Schritt schätzen und dann ja auch umsetzen im ersten Sprint. Das heißt, der PO hat sie vorgestellt und dann geht natürlich die große Diskussion los. Ja, was heißt das denn jetzt beantragen können? Ja, also ich meine, brauche ich da, na, vielleicht doch eine Website brauchen wir doch dann mindestens. Aber was passiert dann damit, was der da eingegeben hat? Muss ich das irgendwo speichern? Reicht ein Log-File vielleicht, dass ich zumindest irgendwo mal habe, diese Info? Was wollen wir im Sprint 1 erreichen? Ja, wollen wir das schon in die Datenbank schreiben? Und dann kommt natürlich auch in so einem, ne, wir kennen das ja alle in den technischen Teams, dann geht dann direkt die Diskussion los, ja, das können wir doch super mit Angular machen. Ich finde aber React viel besser. Da habe ich letztens mir mal ein bisschen angeguckt, nein, Vue.js, das ist der neueste Scheiß, das müssen wir unbedingt machen. Und so geht dann die Diskussion los und naja, wenn die Techies dann schon mal fleißig drauf losdiskutieren und Frameworks austauschen, mischen sich natürlich auch dann die Fachler ein, so, ja, aber nee, so, sowas können wir auch gar nicht umsetzen, ja. Also sag ich mal, da sind ja nur drei Felder, da muss ich doch noch wissen, wo wohnt der eigentlich, die Adresse, das Geburtsdatum und überhaupt noch 10 weitere Felder, um das Risiko einschätzen zu können. Also so ist so ein Antrag ja überhaupt nicht vollständig. Da müssen wir erstmal, ja, also die Story, das macht so gar keinen Sinn, das können wir so nicht umsetzen. Und der Business Analyst kommt dann natürlich auch um die Ecke und sagt, ja, also Name ist ja nicht ein Feld, ja, da muss ich erstmal ein Datenmodell machen, das muss ich normalisieren, ja, da muss ich erstmal mir überlegen, wie überhaupt die gesamte, was unsere Datenobjekte überhaupt sind. Da brauche ich ja mit nur einer Story, kann ich da ja auch gar nicht anfangen. Ja, so ist tatsächlich gerade bei, sag ich mal, Teams, die noch nicht so viel agil gearbeitet haben, häufig so ein bisschen der erste Kontakt damit und man steht so ein bisschen dann, ja, da so die Diskussion eskaliert. Zum Glück, also wir setzen sehr häufig dann auch einen agilen Coach mit ein, der dann diese Teams berät. Oder natürlich auch der Scrum Master selber kann an der Stelle eingreifen und dann so ein bisschen erstmal moderieren. Wir gehen also nochmal einen Schritt zurück, stoppen so die Diskussion und sagen, ja, okay, ich weiß, das ist vielleicht noch nicht der fertige Antrag. Und auf der Basis können wir kein Geld auszahlen. Aber wir wollen da jetzt mal anfangen, weil wir haben 2 Wochen Zeit. Und am Ende von 2 Wochen soll da eine Website stehen. Und das ist ja schon mal eine Herausforderung. Und dann diskutiert man im Team ein bisschen darüber, ja, diese 3 Felder, machen wir 4 draus, der Name ist dann Vorname, Nachname, für die anderen beiden haben wir auch schon mal, für die Höhe und die Rückzahlungsdauer Felder, da können wir auch schon mal einen Datentyp ganz gut einschätzen und was wollen wir am Ende erreichen, ja, hier steht jetzt nichts, ob es schon in der Datenbank stehen soll, muss dann das Team an der Stelle so ein bisschen austarieren, wie weit es da gehen will. Das ist dann vielleicht ein zusätzliches Akzeptanzkriterium, was ich an die Story schreibe. Wir gehen mal davon aus, wir wollen die Ergebnisse direkt aufnehmen und auch in der Datenbank speichern. Trotzdem, nachdem man diese Klärung dann gemacht hat, geht ja dann wieder die Diskussion los, weil dann geht es an Schätzen. Ja? Planning Poker. Wie viele Story Points sind denn das, diese Story? Hat jemand einen Vorschlag? Bitte? Du meinst in PT oder ganz, ja. Also Story Points ist ja eine ganz abstrakte Zahl erstmal. Ja, ich muss mir erstmal eigentlich eine Referenzstory an der Stelle überlegen. Wenn ich ganz neu anfange, habe ich noch keine. Du hast jetzt einfach mal 5, Sie haben einfach 5 in den Raum geschmissen. Hat jemand eine andere Zahl noch? 13, ja, wunderbar. Ich habe schon auch hier Teams erlebt, also da können die Zahlen auch mal schnell von 2 bis 40 gehen, weil ja, ich habe noch keine Referenz. Ich weiß ja auch gar nicht, was ist überhaupt ein Storypoint. Das haben wir in der Schulung vielleicht im Vorfeld mal gelernt, aber das ist ja nicht zum Anfassen. Ja, manche Leute haben vielleicht schon agil gearbeitet, können da ein bisschen mehr mit umgehen, aber letztendlich ist das ja auch eine Größe, die in einem Team irgendwie erst eine richtige Referenz ergibt. Wir gehen also mit ein bisschen Bauchschmerzen dann irgendwie aus dem Planning eigentlich raus. Man einigt sich so, ne, zwischen 5 und 13, ja, 8 in der Mitte. Ja, nehmen wir mal. Mal gucken, was machen wir jetzt? Ziehen wir noch eine Story oder nicht? Nein, an der Stelle, das Team entscheidet sich erstmal dafür, wir bleiben jetzt dabei. Diese erste Story, das ist der Durchstich, da müssen wir so viele Sachen, wir fangen erstmal damit an. Dann können wir immer noch was nachziehen. Das ist ja okay. Ja, es haben erstmal alle was zu tun, wir müssen Datenmodelle machen, wir müssen ein bisschen fachlich definieren, was da drauf soll, jemand muss sich überlegen, wie die Maske aussieht, gebe ich jetzt die Höhe in Monaten, in Jahren ein, also es sind, für alle ist ein bisschen Arbeit da, also kann ich damit starten. Und
Und dann kommen wir natürlich auf die nächste Frage, ja, und mit welchen Technologien jetzt? Die Diskussion ist da natürlich auch sehr schnell so ein bisschen ausufernd. An der Stelle, ne, gibt es dann ja zum Glück dann vielleicht einen Architekten oder einen Entwickler, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, der vielleicht mal so ein Schichtendiagramm aufmalt. Ja, ich weiß, wir hatten heute Morgen Clean Architecture und das ist nicht mehr so ganz State of the Art, aber es hängt ja dann auch immer davon ab, was für ein Team man da hat. Und um erstmal die Optionen aufzumalen, ist hier so ein Schichtendiagramm. Also im Frontend haben wir verschiedene Optionen, die habe ich gerade schon mal so genannt. Da einer im Team hat auch Erfahrung mit Wadin, ja, also erstmal so aufgelistet, was können denn die Leute im Team? Ne? In der Geschäftslogik, Spring Boot, haben schon Kollegen mitgearbeitet, Node.js in dem Team, ja, da gibt es Erfahrung mit Java EE, Tomcat, so die klassische Welt, Persistenz, sowohl Spring Data und JPA als auch Hibernate, auch auf der Datenbank, ne? Verschiedene Projekte, Leute, die länger in der IT sind, haben da schon einiges gesehen. Ja, das ist so vielleicht mal so der Durchstich, den wir haben wollen, aber die Diskussion kommt natürlich auch sehr schnell, ja, und machen wir jetzt eigentlich noch einen Monolithen oder wollen wir nicht lieber Microservices machen, weil Microservices macht jeder und die haben hier die Vorteile und so weiter und so fort. Und da läuft man natürlich aus dem Planning, ne, wir sind immer noch am Tag 1 total schnell raus. Also an der Stelle lieber einen Cut machen und sagen, okay, da müssen wir nochmal uns vielleicht etwas genauer drüber unterhalten. Da müssen jetzt aber die Fachbereichler vielleicht nicht mit dabei sein. Die können sich schon mal vielleicht ein Wireframe von der Maske machen. Die können sich schon mal überlegen, wie soll das aussehen? Wie ist vielleicht der Ablauf dann, wenn da ein Antrag eingekommen ist? Und natürlich ist das so ein bisschen frustrierend dann manchmal an diesem ersten Tag, ja, weil eigentlich schwebt einem der Kopf, man hat diese ganze Diskussion gemacht und wäre es nicht viel schöner, wenn das schon klar wäre, womit wir jetzt anfangen? Ich glaube nicht, weil ich glaube, ich möchte in Teams arbeiten, wo ich da auch mitdiskutieren darf und ich möchte auch, dass das Team, was diese Technologien dann nutzt, auch sicher, sie sicher benutzen kann und sie auch benutzen will und damit umgehen kann. Also könnte man aber ja trotzdem auf die Idee kommen, ja, wir haben hier so das schönes Scrum, ne, mit all seinen Artefakten und all seinen Events und all diesen schönen Bildern, die man dann bunt malen kann. Aber eigentlich hätten wir doch vielleicht noch einen Schritt zurückgehen müssen. Ja? Warum haben wir nicht vor dem Projekt vielleicht nochmal eine Vorstudie gemacht? Ja, das nochmal analysiert, ein paar Experten zur Rate gezogen, so ein Sprint Null vielleicht, ein bisschen mehr Papier produziert, wo wir schon mal ja nicht nur diese eine Story uns angucken, sondern so eine Menge der Anforderungen und vielleicht wo es hingehen soll und das dann ja schon mal so ein bisschen aufgelassen, damit wir nicht ganz so irgendwie bei Null anfangen. Ich glaube, es ist keine gute Idee. Und warum glaube ich das? Weil am Anfang des Projekts herrscht immer irgendwie Unsicherheit und der Entscheidungsspielraum ist sehr groß. Das wusste man schon, als wir noch alle klassische Projekte gemacht haben. Ja, dass so diese Architektur am Reißbrett, dass das irgendwie von vornherein für 3 Jahre aufzuplanen, irgendwie schwierig ist. Und tatsächlich ist es ja so, dass sich so eine Lösung häufig erst im Projektverlauf herauskristallisiert. Ja, ich meine, das werden Sie alle kennen in Ihren Projekten. Ich zumindest, jetzt irgendwie, ich glaube, seit 15 Jahren mittlerweile in IT, noch kein Projekt erlebt, wo, sag ich mal, das, was am Ende gebaut wurde, genauso aussah wie das, was man sich am Anfang mal überlegt hat. Weil man lernt ja auch eine Menge. Ja, also ich meine, vielleicht habe ich schon mal selber einen Kredit beantragt, ja, aber was da so alles dabei steht, was man da alles berücksichtigen muss, die ganze Fachlichkeit, weiß ich nicht. Technologien, ja, meistens hat man schon ein paar gemacht, aber es entwickelt sich ja die Welt weiter und in jedem Projekt lernt man ein bisschen was Neues. Es ist doch so, dann am Ende des Tages, man will da was ausprobieren und es muss sich auch in irgendeine Richtung entwickeln. Und vielleicht kommen ja auch noch ganz neue Anforderungen um die Ecke. Vielleicht, ne, habe ich ja, wie hier, haben wir eine User Story, eine, vielleicht auch 10, also ein gefülltes Backlog, aber alle Anforderungen im Vorfeld aufzuschreiben, ist ja auch nicht zielführend. Und das heißt, so eine Vorstudie und Sprint Null find ich persönlich, ja, dann hat man nach 3 Monaten zwar eine Menge Papier, aber meistens auch für die Tonne. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass das Team, was dann irgendwie damit arbeitet, wenn ich das nicht von Anfang an mit einbeziehe, was macht das dann mit dieser Vorstudie? Ja, das hat dieses Ergebnis vielleicht nicht mal selber gesehen, dann wurde ihm mal eine Stunde in einer PowerPoint vorgestellt. Ja, das ist ja irgendwie ganz was anderes, als wenn ich von Anfang an mitdiskutiert habe. Also es lässt sich so eine Vorstudie oder so ein Papierberg, der lässt sich auch nicht einfach übertragen, wenn Leute nicht dabei waren. Das heißt, es wird dann am Ende auch oft ignoriert, was dort aufgeschrieben wurde. Und
Das ist natürlich dann ein Problem in agilen Projekten, gerade auch wenn man mit mehreren Teams arbeitet, also wenn man skaliert agil arbeitet, weil so ein bisschen muss man sich dann ja auch vielleicht nochmal abstimmen vor einem Sprint oder zwischen einem Sprint. Und was kann man denn da tun? Natürlich kann man, ja, man kennt ja zumindest die Spitze des Backlogs, man kann so ein bisschen vorarbeiten. Ja? Man kann so eine Bugwelle schaffen, wo man schon mal ein bisschen Architekturentscheidung vorwegnimmt, ein bisschen vorbaut oder wie hier so eine Start- und Landebahn. Ne? Die wird hier gerade noch gebaut, vielleicht starten aber schon die ersten Flugzeuge drauf oder zumindest mal der erste Prototyp oder ich mache mal ein paar Testflüge mit kleinen Flugzeugen. Das kann ich schon machen. Das heißt, man kann so ein bisschen vorarbeiten, vorausahnen. Das kann natürlich immer bedeuten, ja, dass diese Stories, die ich mir dann angeguckt habe, am Ende doch nicht in die Sprints kommen und dass ich dann irgendwas vielleicht mal erstmal für die Cuts gebaut habe, was vielleicht später dann auch nicht mehr relevant ist. Und gerade bei mehreren Teams muss man natürlich gucken, wie mache ich das von den Teams? Ja, mache ich ein Architekturteam, die sich nur noch um Infrastruktur und Technologien kümmern? Ich finde das nicht so optimal, weil dieses Team dann von den Anforderungen, von den Stories irgendwie abgekoppelt ist. Ja? Das schwebt dann irgendwann nur noch in seiner, hey, Microservices ist eine coole Welt. Ja? Das hat gar nichts mehr mit Fachlichkeit zu tun. Mit Leute, wir müssen aber irgendwie eine Webseite stellen, damit da jemand Kredit beantragt, weil sonst zahlt unser Kunde ja kein Geld. Aber das perfekte Organisationsmodell gibt es da, glaube ich, nicht. Man kann mal so Taskforces bilden, vielleicht für einen Sprint, wo sich aus einzelnen Teams Leute dann zusammenschließen, aber ja, das ist auch irgendwie blöd. Das sind dann immer so die Elite-Entwickler oder die Architekten unter den Entwicklern. Also so ganz aufgelöst kriegt man das, glaube ich, nicht. Da muss man ein bisschen arbeiten im Team, um das hinzukriegen. Was kann man jetzt aber machen, um überhaupt mal diese Entscheidung zu treffen? Wir hatten gerade ein Schichtendiagramm gemalt und da war, glaube ich, in der Schicht so 3-4 Technologien. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Dafür habe ich eine Methode mitgebracht, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die gibt es in der Literatur. Die nutzen eigentlich Unternehmen, um so ihre Unternehmensstrategie zu bewerten. Das ist die sogenannte SWOT-Analyse. Wir schauen uns das mal an, auf Architektur angewendet. Ja, hier ist eine Sandburg, ja, wie man sie so vielleicht diesen Sommer am Strand gebaut hat. Eine Sandburg hat einige, sag ich mal, Eigenschaften einfach in sich. Das sind so die internen Faktoren in der SWOT-Analyse. Sie hat positive Eigenschaften. Das ist zum Beispiel, dass sie sehr schnell zu errichten ist. Ja, da kann ich eine Stunde buddeln und ich habe eine tolle Sandburg gebaut und meine Tochter kann irgendwie da Muscheln draufstecken und dann sieht das schön aus. Ich mache ein tolles Foto, die Großeltern freuen sich. Alles super. Schnell zu errichten. Ich habe eine flexible Bauweise. Ja, ich baue vielleicht noch mal ein paar Gänge dran und so weiter und so fort. Ich kann den Sand leicht verarbeiten, ich brauche nur eine Plastikschippe, ich brauche nicht schweres Gerät, das kann ich gut machen. Ich habe keine Gesundheitsrisiken, ja, also ich brauche nicht irgendwie Lärmschutz oder Mundschutz, weil irgendwie Beton giftig ist oder was, oder Asbest verbaut wird oder macht man heute nicht mehr, aber trotzdem, also von dem Sand geht mal keine Gefahr aus. Das sind dann die Stärken, ja, das ist das S in der SWOT-Analyse, die Strengths aus dem Englischen. Das sind also wirklich Eigenschaften, die jetzt aus dem Baustoff oder aus der Sandburg selber kommen und die positiv sind. Natürlich gibt es nicht nur positive Seiten, es gibt auch negative Seiten, die sogenannten Schwächen. Die Sandburg ist natürlich nicht dauerhaft. Ja, ich meine, jeder kennt das, der mal eine gebaut hat. Und meistens ist sie schon einen Tag später weg oder am Ende des Urlaubs sowieso. Wenn ich nächstes Jahr wieder komme, wollte ich mir gar keine Hoffnung machen. Da ist jemand drüber getreten oder was auch immer. Die ist auch ungeschützt vor Wettereinflüssen. Ja, also wenn es dann doch irgendwie mal stärker stürmt oder abends regnet, dann sehe ich am nächsten Tag nicht mehr so viel von meiner Sandburg. Und wenn die austrocknet, wenn es gar nicht regnet, dann wird die Stabilität sehr schnell reduziert. Das heißt, ja, man muss sich schon dann ja auch überlegen, ja, ist jetzt die Sandburg die richtige Architektur für mein Problem? Ja, wenn ich mit meiner Tochter ein bisschen Spaß haben will, ja. Wenn ich ein Haus bauen will, in dem ich drin wohne, nein. Das heißt, und das ist so der zweite Aspekt, der hier eine Rolle spielt. Ich habe auch externe Faktoren. Das heißt Dinge, die jetzt gar nicht so sehr vielleicht an der Sandburg liegen, aber in der Umgebung liegen. In der originären SWOT-Analyse ist das dann sozusagen der Markt, das Umfeld. Auf Architektur angewendet habe ich hier mal aufgenommen, dass vielleicht eine Chance, ja, das sind so die positiven Umgebungseigenschaften, eine Chance, eine Opportunity auf Englisch, eine Erweiterung durch Dritte ist möglich. Ja? Das heißt, es könnte sein, ich gehe abends weg und da hatte noch jemand Lust, hat noch irgendwie ein bisschen was dran gebaut oder es ein bisschen verschönert und ich kann es ständig ausbauen. Ja? Also wenn ich jetzt Glück habe mit dem Wetter natürlich, dann kann ich nächsten Tag noch irgendwie vielleicht noch mal ein paar Türmchen draufsetzen und so weiter und so fort. Und
Ich habe aber nicht nur Chancen, ich habe ja auch Risiken, ja, die sogenannten Threats auf Englisch, und damit haben wir dann das SWOT voll, S-W-O-T, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Und die Risiken sind dann ja eine Zerstörung durch Flut. Das liegt halt jetzt nicht an dem Sand, das liegt daran, dass ich das üblicherweise am Meer baue und dort eine Flut kommen kann. Oder es ist eine leichte Beute für Vandalismus, weil ich habe die ja einfach so an einem öffentlichen Strand gebaut. Ja, da kommen Leute vorbei, trampeln drüber, dann ist das Ding weg. Ja, das heißt, mit der SWOT-Analyse kann ich an der Stelle mir ja ein bisschen objektivierbar Gedanken darüber machen, ob jetzt diese Technologie oder der Architekturansatz für mein Problem die richtige Lösung ist. Und es hat schon noch einen Tick mehr als jetzt einfache Positiv-Negativ-Listen, die man vielleicht macht, weil ich halt so ein bisschen trenne zwischen den internen und den externen Faktoren. Zurück zu unserem Projekt. Wir haben uns da nochmal dann in einem Workshop eingeschlossen. Wir haben dann mal so ein bisschen drüber diskutiert und versucht, das Problem einzugrenzen. Ja, also letztendlich beim Frontend sind am Ende so zwei Technologien übergeblieben. Bei React und Vue hatte mal jemand zwar einen Vortrag gehört und einen Blog zugelesen, aber so richtig gearbeitet noch nicht. Das war uns zu sehr ein großes Risiko, aber Vadin und Angular hatten die Leute gute Erfahrungen mit. Und dann haben wir halt links so diesen monolithischen Ansatz, ne, wo wir ein Vadin-Frontend haben, Spring und Tomcat ein Backend, JPNA für die Persistenz, eine Postgres-Datenbank, weil das in dem Unternehmen gerade der Standard ist für Datenbanken. Das mag dann auch eine andere sein. Und wo dann die einzelnen Funktionen und Services wie die Beantragung des Darlehens, die Bewilligung, dann dort von diesen Monolithen abgebildet werden. Und die zweite Variante in dem Team wirklich zwei Microservices, selber Technologie-Stack erstmal angenommen, ja, vielleicht ändere ich das dann zwischendurch, aber erstmal angenommen für diese beiden Services, Beantragung und Bewilligung, und Angular am Frontend, die Datenbank vielleicht schon in einer Cloud, Spring Data in einer Persistenz. Jetzt ist das natürlich auch nicht unbedingt entweder-oder, ich könnte ja auch in der Mitte so ein bisschen mischen, aber man muss ja mal sich, ne, das ist in einem Team, glaube ich, dann auch ganz wichtig und in solchen Diskussionen ganz wichtig, da muss man mal auch ein bisschen moderierend eingreifen, das in, und ja auch eine Entscheidung herbeiführen, weil sonst habe ich zwei Wochen im Sprint diskutiert und bin immer noch dabei zu überlegen und gucke vielleicht noch im Internet und lese noch 10 Blogs, wo geht es denn hin, lerne ich dadurch was? Ich glaube nicht, ja, sondern da muss ich mal anfangen und was bauen, und dann muss ich, kann ich mir dann immer noch überlegen, ob das so richtig ist. Und für diese beiden Varianten wollen wir uns jetzt auch nochmal eine SWOT-Analyse angucken. Das ist natürlich, ja, ist jetzt nicht unbedingt allgemeingültig gedacht, ja, hier, das ist so ein bisschen hier auf dieses Team auch gemünzt, ne? Also vielleicht habt ihr oder sehen Sie andere Chancen oder Risiken. Aber was man, ne, was da in dem Team jetzt rausgekommen ist, ne, als Stärken, man hat nur Java als Programmiersprache, man muss nicht noch JavaScript lernen oder TypeScript. Die Skills sind im Team schon vorhanden, das heißt, man muss wenig erstmal neu lernen, die Kommunikation ist einfach im Monolithen, wir haben etablierte Technologien, die auch durchaus noch gängig sind. Wir haben sicherlich ein paar Schwächen, ja, Kubernetes, Docker, Cloud, das soll auch kommen. Dann wird es vielleicht dann, gerade mit Vadin, was ja stateful ist, ein bisschen schwieriger. Muss man dann mal überlegen, auch wenn ich jetzt irgendwie einzelne Module austauschen will. Also ich habe es ja nur fachlich gekapselt, das kennen wir alle. Ja. Also wenn es nur logisch gekapselt ist, so ein bisschen reißt er doch mal irgendwo was zwischen in der Architektur ein, irgendwelche Architektursünden, und dann kriege ich sie nachher doch nicht mehr so sauber auseinander getrennt. Und Austausch einzelner Technologien, ja, wenn ich dann wirklich mal eine andere Datenbank nehme, dann muss ich doch den ganzen Monolithen damit umbauen, dann wird das natürlich ein bisschen aufwendiger. Wir haben aber auch auf der anderen Seite dann wieder Chancen. Das ist jetzt dann eher was Richtung Stakeholder an der Stelle, halt eine hohe Entwicklungsgeschwindigkeit zu beginnen. Das Team kennt den Stack, die Technologien, die könnten halt morgen loslegen und wahrscheinlich in zwei Wochen das Ding auch stehen haben. Und eine relativ einfache Wartbarkeit dieses Monolithen und des Technologie-Stacks, weil man das halt schon kennt, auch im Unternehmen, das schon eingesetzt ist. Aber auf der anderen Seite gibt es ja dann auch Risiken, oder die so ein bisschen aus dem Umfeld kommen. Also die Technologien sind schon lange auf dem Markt. Ist das noch zukunftssicher? Finden wir da vielleicht auch nochmal andere Entwickler, wenn wir skalieren wollen? Ja, also klappt das dann so gut, wenn alle an diesem einen Monolithen rumschrauben und wir das irgendwie mit 3 oder 5 oder 17 Teams machen? Und ja, diese fachliche Modularisierung, die ist ja nicht technisch erzwungen, das reißt dann ein. Gut,
muss man im Auge behalten, und das sind dann tatsächlich auch Dinge, diese Risiken, die, glaube ich, ein sehr guter Kandidat sind, um nach zwei Sprints nochmal drauf zu gucken, wenn ich mich für das eine oder andere entschieden habe, um zu schauen, also einerseits die Chancen, ja, haben sich die überhaupt bewahrheitet oder hatte ich komplett falsche Annahmen? Es sind da tatsächlich so bei den internen Faktoren, das ist dann eher so das, was das Team auch gut weiß, also Fakten, die es gut einschätzen kann. Bei den Chancen und Risiken sind es eher Annahmen oder Hoffnungen, die sich damit verbinden. Da kann ich dann gut nach zwei Sprints auch nochmal drauf gucken und schauen, hat sich das dann so bewahrheitet. Genauso bei den Risiken, ja, die gehe ich vielleicht erstmal zwei Sprints ein oder auch zehn Sprints ein, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich da nochmal mir die aus der Schublade hole und sage, was machen wir jetzt damit? Ist das Risiko so eingetreten? Ist das überhaupt ein Risiko, was für uns im Projekt halt relevant ist, ja, wie hoch ist die, das kennt man ja, Eintrittswahrscheinlichkeit, Auswirkungen und so weiter und so fort, das kann ich mir dann hier gut nochmal angucken. In dem Team machen wir genauso eine SWOT-Analyse jetzt an der Stelle, aber auch nochmal für die Microservice-Architektur mit dem etwas moderneren Technologie-Stack, also mit Angular und mit Spring Boot. Da haben wir als Stärke natürlich, ja, das ist Cloud-Native, mindestens mal Cloud-fähig, da kann man ja auch trefflich darüber streiten, was das immer dann bedeutet. Ich habe natürlich auch einfacher die Möglichkeit, einzelne dieser Microservices dann auszutauschen, da den beantragen, weil vielleicht der erste, den wir gemacht haben, nach einem halben Jahr stellen wir fest, war alles Mist, machen wir alles neu, dann muss ich nicht alles vielleicht ändern, aber den Teil kann ich da vielleicht nochmal neu bauen, ne? Auch den Technologie-Stack laufend so ein bisschen erweitern, ne? Vielleicht mache ich beim zweiten Microservice schon mal eine andere Datenbank, weil der erste Cloud-Service hat doch nicht so gut performt oder der Support war nicht so gut. Und diese fachliche Kapselung wird natürlich an der Stelle technisch auch erzwungen. Aber Schwächen, ja, gibt es auch. Also, ne, Sie merken vielleicht schon, ich bin kein absoluter Microservice-Apologet. Also man muss immer überlegen, wo man welche Architektur wählt. Ich habe da sicherlich eine höhere Komplexität durch die Netzwerkkommunikation. Ich habe hier mehrere Programmiersprachen und ein viel größeres Ökosystem und Tooling, was ich dann ja auch beherrschen muss. Das kann man halt machen, genau, aber es sollte halt nicht der absolute Weg sein. Ne? Deswegen diese SWOT-Analyse, um sich auch dessen im Team dann bewusst zu sein. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Faktor, wenn man sowas dann halt auch im Team gemeinsam erarbeitet, hat man auch ein höheres Bewusstsein über diese Chancen und Risiken und macht sich da auch dann im Team einfach nochmal bewusster, was diese Entscheidung für Auswirkungen hat. Bei den Chancen, langfristig haben wir vielleicht eine höhere Entwicklungsgeschwindigkeit. Ist jetzt erstmal so eine Hoffnung, eine Annahme. Eine höhere Flexibilität, Veränderungen oder Technologiewechsel, ja, durch die kleineren Microservices. Ich da ein bisschen, muss ich nicht immer alles auf links drehen. Wenn wir mehrere Teams dann hier haben, wenn wir das hochskalieren, dann kann jedes Team Microservice nehmen. Das klingt dann erstmal relativ einfach, weil ich da klare Schnittstellen habe. Aber bei den Risiken, auch das hier wieder eher so von der Teamzusammenstellung sehr stark ab. Diese technologische Vielfalt mag das ein oder andere Team überfordern. Also Microservices zu beherrschen ist nicht immer ganz trivial. Und da muss man auch in Betracht ziehen, wie gut das Team diese Technologien auch alle beherrscht. Und in diesem Fall ist es halt ein Team, was noch nicht so viel Erfahrung damit hat. Ja, das könnte ganz anders aussehen, wenn wir hier ein Team hätten, was schon seit 5 Jahren mit Microservices arbeitet. Aber der hier unbekannte Ansatz könnte halt zu unerwarteten Problemen führen oder wird wahrscheinlich auch zu Problemen führen, zu Hürden, die erstmal gemeistert werden müssen und die dann davon, sag ich mal, die Umsetzung der fachlichen Funktion etwas verlangsamen. Und es mag ja auch den Fall geben, das Team, also wir haben ja ein Team, sagen wir 8 Leute, 4 Entwickler, ja, da muss man dann schon eine Menge Technologie beherrschen, eine hohe Komplexität. Das kann dann dazu führen, dass der ein oder andere vielleicht so ein bisschen auch überfordert wird. Also das ist vielleicht dann auch so der Punkt, den ich hier machen möchte. Diese externen Faktoren sind wirklich auch sehr stark. Die haben jetzt gar nicht an der Stelle so viel mit dieser Architektur zu tun, sondern eigentlich damit, wie gut die ins Unternehmen passt, wie gut die beherrscht ist, wie gut die zu meinem Team passt. Und das ist durchaus in meiner Erfahrung ein Punkt, den man in Betracht ziehen sollte und der halt oft zu selten mit in Betracht gezogen wird, weil es gibt nicht die perfekte Architektur für jedes Projekt. Das ist zumindest meine Überzeugung. Nun haben wir diese beiden schönen SWOT-Analysen gemacht.
Tja, jetzt kann man zählen natürlich, ne? Wie viel haben wir hier? Wir haben hier drei Chancen, drei Risiken. Was hatten wir bei dem anderen? Ja, zwei Chancen, drei Risiken. Ist das jetzt besser oder schlechter, das eine oder das andere? Sollen wir die irgendwie bewerten? Wie machen wir das? Ist schwierig. Ich glaube, an der Stelle ist es auch gerade im agilen Team genug des Formalismus, des Versuchs, irgendwie solche Entscheidungen zu objektivieren. Letztendlich muss ich dem Team dann auch zutrauen, unter diesen Rahmenbedingungen eine sinnvolle Entscheidung zu treffen. Und, ich meine, wenn ich nach zwei Wochen merke, das funktioniert nicht, oder nach drei oder vier Sprints, dann habe ich auch immer noch die Möglichkeit, diese Entscheidung zu revidieren. Weil ich habe ja auch, vielleicht mit meinem Stakeholder am Anfang, dem PO, habe ich vielleicht diese Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken gezeigt. Dann habe ich auch transparent gemacht, was denn sich hinter dieser Entscheidung verbirgt und was vielleicht auch Dinge sind, die wir im Team noch nicht so gut abschätzen können. Das Team an der Stelle dann, einstimmige Entscheidung, lange Diskussion, aber irgendwann, also hier in der Skizze entscheidet sich hier noch einer für Nein, die anderen drei sind dafür. Das muss man dann halt mal ausdiskutieren. Am Ende hat sich dieses Team jetzt für den Monolithen entschieden, ne? Weil sie einfach schnell diese Features liefern wollen, weil der Druck auf fachlicher Seite hoch ist und das einfach vom Team hier höher gewichtet wurde. Und das ist auch gut so. Also ich meine, so ein Monolith ist jetzt keine schlimme Architektur und auch diese Schichten da drin, ja? Weil diese Funktionalität, die war jetzt auch nicht sonderlich komplex, die kann ich auch gut damit abbilden. Gut, wir bleiben natürlich nicht stehen in dem Projekt. Ein paar Sprints weiter, die Erfahrungen sind ganz gut, ne? Das Projekt läuft ordentlich, die Entwickler kommen gut damit klar, die fachlichen Funktionen kommen rein, es werden Stories abgearbeitet, es läuft soweit. Jetzt kommt natürlich irgendwann mehr und mehr Fachlichkeit ins Spiel. Jetzt sind wir halt dabei, dass der Kunde, der jetzt da abends auf seinem Sofa sitzt und sich einen Kredit beantragen will, damit er sich ein neues Sofa kaufen kann, der möchte natürlich direkt sein Geld haben. Ja, am besten automatisiert, abends überwiesen. Ja, das will unsere Bank dann auch machen. Natürlich ja, automatisiert, da ist hier so ein stilisierter Kamunda-Prozess einmal gezeichnet. Das Geld soll dann fließen, aber das macht natürlich dann so eine Bank auch nicht ohne ein bisschen Gegencheck. Das heißt, da soll jetzt an der Stelle auch eine Bonitätsprüfung stattfinden. Ja, die soll den Kunden bewerten. Dazu sind hier im Projekt dann zwei Ansätze im Spiel. Also einerseits gibt es ja Bonitätsdienstleister, ne, Schufa oder ähnliches, die ein Scoring machen, wo ich anfragen kann, ne, mit den Kundendaten, um dann eine Einschätzung zu bekommen. Das ist fachlich gefordert. Die zweite fachliche Forderung ist dann an der Stelle, damit will man mal so ein bisschen Erfahrungen sammeln. Das ist ein Trend, der im Moment überall diskutiert wird. Künstliche Intelligenz zur Entscheidungsfindung. Das heißt, da soll auch mal das Team so ein bisschen jetzt hier, ne, an der vordersten Front, weil es so gut läuft, mit KI-Methoden technologisch rumspielen, auch fachlich mal eruieren in diesem neuen Projekt. Was kann denn damit gemacht werden? Was können wir denn da vielleicht über den Kunden aus den Daten, die selber im Unternehmen vorhanden sind, so lernen, dass wir jetzt entscheiden können, ob der wohl seinen Kredit zurückzahlen wird. Und auch da kommt dann natürlich schnell wieder so ein bisschen die Diskussion auf, auf welchem Weg wird das gemacht. Hier an der Stelle ist jetzt mal dargestellt, links, sag ich mal, diese monolithische Struktur, der Java-Monolith mit dem Frontend und Wardin und so weiter. Aber wir hatten ja gerade gesagt, ne, diese Bonitätsabfrage, die ist halt einerseits bei einem externen Bonitätsdienstleister, die bieten halt so einen REST-Service an. Das heißt, da muss ich mir schon mal überlegen, wie ich da hinkomme. Und auf der anderen Seite haben wir hier über unsere internen Systeme, da haben wir vielleicht eine KI-Methodik oder eine API drauf, wie H2O, das, ne, hat im Projekt jetzt vielleicht auch mal jemand sich schon mal angeguckt. Und dann kommt sehr schnell die Idee hier auf, na gut, diese beiden Abfragen, die Prüfung der Bonität und die Abfrage über den Dienstleister, wenn wir das beides so als REST-Service realisieren, dann können wir das von unserer inneren Geschäftslogik so ein bisschen kapseln, ne? Dann wäre das doch eine ganz gute Lösung, sozusagen hier diese beiden verschiedenen Mechanismen, wie ich die Bonität abfrage, jeweils so als REST-Service vielleicht mit derselben Schnittstelle zu realisieren. Kann ich das hier aus der Geschäftslogik kapseln, ne? Dann sieht das einfach aus, also einfach ein Interface, gegen das ich gehe.
Und das ist die Idee, die da im Team diskutiert wird, die mir dann ja auch da die Möglichkeit gibt, das ist auch so eine fachliche Anforderung, ja, wenn das jetzt gut läuft mit der KI, dann wollen wir diese externen Bonitätsdienstleister gar nicht mehr abfragen, das kostet ja auch Geld und so weiter und so fort. Aber, ja, die Diskussion ist ja da, das Bild ist mal gemalt, trotzdem setze ich das Team dann nochmal zusammen und wird das nochmal ein bisschen schärfen, so was sind denn da jetzt eigentlich für Vor- und Nachteile mit verbunden, also wird nochmal die SWOT-Analyse angewendet, weil man jetzt damit ja auch gute Erfahrungen gesammelt hat, nochmal Stärken und Schwächen, also ja, dieses AI-Framework, H2O, das deckt die Anforderungen ganz gut ab, ich habe die Funktionalität gekapselt, ich kann dieses Mission ganz gut machen, also sehr viele ja, gute Eigenschaften, ich kann das auch ganz gut austauschen, wenn ich einen anderen Mobilitätsdienstleister habe. Ich habe natürlich ja, hier wieder Schwächen, ne? Ich muss übers Netzwerk gehen, muss ich aber sowieso mit dem externen Dienstleister. Die Erfahrung im Team mit gerade dieser Bibliothek oder dieser API, H2O und KI-Mittel sind sehr gering, also dass man sich gar nicht so ganz sicher, ob man das dann hinkriegt und wenn man sich jetzt an so eine spezielle KI-API bindet, kann ich die dann noch so einfach austauschen. Ist das dann überhaupt der richtige Weg? Da bin ich ja wieder so Vendor-Login-mäßig unterwegs. Ist vielleicht eher eine Schwäche. Aber bei den Chancen, diese ganze KI-Implementierung, die ist dann so ein bisschen abgekapselt von unserem eigentlichen System. Das ist eher so eine Blackbox, die ich da hinstelle. Die ist relativ autark. Und da könnte ich dann ja auch, wenn jetzt H2O dann doch nicht gut ist, auch noch eine andere Technologie ganz gut einsetzen, ohne dass ich jetzt meinen ganzen Monolithen umbauen muss. Aber ich habe auch Risiken, die technologiespezifische API, die schwert vielleicht dann den Wechsel. Ich habe auch eventuell ein potenzielles Kopfmonopol, ja, den H2O-Skill. Das ist halt dann vielleicht der eine Entwickler in dem Team, der sich sowas schon mal angeguckt hat. Aber sowas kann ich dann hier halt gerade mal auch explizit machen, auch für den PO explizit machen. Der Product Owner kann das vielleicht gar nicht einschätzen. Für den sind das alles irgendwie böhmische Dörfer. Aber so ein Risiko, dass ich da ein Kopfmonopol habe, das kann er verstehen. An der Stelle kann ich dann auch mit meinem Product Owner darüber sprechen, was können wir denn dagegen tun. Ja? Also zum Beispiel hier in dem Team kann man sich überlegen, okay, wir machen mal wirklich einen Tag keine User Story, keine Anforderungen, sondern wir machen mal einen Workshop, einen Hackathon. Der eine Kollege führt uns mal da durch und wir gucken uns die Bibliothek jetzt nochmal an, ja, vielleicht im Rahmen des Sprints. Und das kann ich auf Basis dieser Analyse dann auch mit dem Product Owner vereinbaren. Und ja, insofern komme ich zu meinem Fazit. Also diese SWOT-Analyse, die hilft bei Architekturfragen. Wir haben die auch schon in mehreren Projekten, auch bei mehreren Teams gut eingesetzt. Und es ist tatsächlich so, dass diese Bewertung Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken auch mal oder teamspezifisch anders ausfällt bei einzelnen Themen. Aber es ist auch kein Heilmittel. Ja? Das heißt, ich kann das mal ganz gut in einem 2-Wochen-Sprint machen, damit ich auch in der Diskussion vorankomme. Aber entscheiden muss das Team. Und ich muss dann auch den Mut haben, nach einem, zwei oder drei Sprints nochmal auf die Risiken zu gucken und sagen, boah, die Risiken sind alle eingetreten. Wir müssen jetzt hier irgendwas tun. Aber auf dieser Basis kann ich das dann, glaube ich, auch besser machen oder gute Erfahrungen mitgemacht, wenn man so ein bisschen versucht hat, diese Entscheidung zu objektivieren, kann man dann auch nachher besser darüber diskutieren, warum man jetzt vielleicht nochmal einen anderen Weg gehen muss, weil man halt vorher auch diese Entscheidung transparent gemacht hat. Gut. Nichtsdestotrotz, bei allem ja, Formalismus, bei aller Methode, ist, glaube ich, dieser Tweet eine ganz gute Beschreibung, was wir eigentlich mit Softwarearchitektur so machen. Es klingt immer so hochwissenschaftlich total cool und die ganzen Methoden und Dinge, die es da gibt, aber meine Erfahrung ist letztendlich eher das Zweite, nämlich der permanente Kompromisszwang, verschiedene Übel, langzeitige Kollektivschuldübernahme, also ja, es klingt so hochtrabend mit der Softwarearchitektur, aber man ist dann doch manchmal eher in diesem Rad aus ständigen Kompromissentscheidungen, die dann irgendwie dazu führen, dass es dann doch nicht so schön geworden ist, wie man sich das am Anfang überlegt hat. Also muss man jede Methode auch so ein bisschen mit Vorsicht genießen und auch einen gesunden Pragmatismus dann walten lassen. Ja, also ich meine,
Die meisten Projekte scheitern dann doch nicht an der Technologie oder der Architektur, sondern daran, dass das Team nicht funktioniert, dass die fachlichen Anforderungen gar nicht mehr stimmen oder an ganz anderen Effekten, die auftreten. Ja, also so ein bisschen ist hier auch der Mut gefragt, einfach mal diese Entscheidung zu treffen in den 2 Wochen und dann sie auch zu gehen und dann nochmal zu gucken, ob sich das herauskristallisiert hat und keine Pseudowissenschaft zu betreiben. Gut, das war der Vortrag. Ich bin von der WAD Unternehmensberatung. Wir sitzen in Münster und Köln. Das sind viele meiner Kollegen. Die habe ich unter anderem auch deswegen draufgenommen, weil viele dieser Skizzen und Zeichnungen ich gar nicht selber gemacht habe, sondern wir haben da so eine Sammlung bei uns im Wiki. Also danke an meine Kollegen, die da mich mit Bildern unterstützt haben. Ich bin auch die Konferenz, die 3 Tage hier. Wir haben auch einen Stand vorne. Kommt gerne vorbei, wenn es da Fragen gibt, wenn ihr darüber diskutieren wollt, wenn ihr meint, boah, das ist doch alles irgendwie Quatsch, das muss man doch ganz anders machen. Ich bin da mal gerne für Diskussionen sehr offen. Und danke Ihnen, danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir haben noch Zeit für Fragen durchaus, für 2, 3 Fragen. Ansonsten gerne auch im Nachgang immer auf mich zukommen. Gibt es Fragen oder vielleicht auch ganz andere Meinungen, Diskussionen? Ja, bitte. Ja, also die Frage war, ich glaube, das versteht man nicht überall, ob es schon mal vorgekommen ist, nach 6, 8 Wochen, dass dann diese Risiken eingetreten sind und man diese Entscheidung revidieren musste, wie der Kunde darauf reagiert hat. Ja, tatsächlich schon. Also wir hatten in einem Projekt tatsächlich Diskussion, ob wir auf Angular dann schwenken von dem Bunny Framework und haben uns damals eher entschieden, gerade aus der Skill-Ecke bei Bunny zu bleiben. Stellen jetzt halt fest, dass wir doch fachliche Anforderungen unterschätzt haben, also gerade so Offline-Fähigkeiten, so eine Progressive Web App. Und das Team hat auch einiges darüber gelernt, dass man das jetzt besser mit Angular doch bessere Chancen hat, das zu realisieren. Die Diskussion ist dann natürlich da mit dem Product Owner, weil man investiert hat. Aber letztendlich, glaube ich, gehört das zu dem Charakter eines agilen Teams, dass man diese Diskussion dann führen muss. Und es bringt ja auch nichts, noch 2 Jahre mit dieser Technologie weiterzumachen und sich ein noch größere Legacy zu bauen oder größere Hürden. Ich glaube, das muss man dann an der Stelle nochmal aufzeigen. Ne? Was haben wir da bisher investiert in diese Technologien? Und wenn wir da jetzt weitermachen, was kostet das oder was hat das wiederum für Vor- und Nachteile? Ich glaube, das gehört einfach dazu. Da muss man auch selbstbewusst genug sein, um zu sagen, ja, haben wir vorher nicht komplett richtig eingeschätzt. Also das gehört halt dazu in Projekten. Ich glaube, das ist das passiert in jedem Projekt. Ja. Die Frage war, ob wir die SWOT-Analyse auch für einzelne Bibliotheken oder Frameworks einsetzen, weil man damit gut den Entscheidungsverlauf auch im Projekt nachvollziehen kann. Ja, tatsächlich. Also häufig, es ist ein bisschen aufwendig dann, ne, dass man es dann doch eher so für die größeren Entscheidungen macht. Aber wir haben das auch schon an der Stelle gemacht. Bisher hatten wir halt auf JPA gesetzt, dann kam ein neuer Kollege mit der Spring Data. JPA ist viel einfacher. Dann haben wir kurzes Brainstorming gemacht, 1/2 Stunde. Der hat das mal gezeigt. Dann haben wir diese SWOT-Analyse auch kurz aufgemalt, aber dann in kleinerem Umfang und in dem Entwicklerteam sozusagen selber entschieden, jetzt ohne die PO oder ähnliches. Ja. Also das kann man auch für einzelne Bibliotheken machen, muss man dann halt sehen, dass man jetzt nicht einen Tag investiert oder 4 Stunden, ne, sondern dass man halt entsprechend das ein bisschen skaliert. Aber diese Spalten zu füllen, das geht eigentlich relativ schnell, weil man hat die Meinung, meistens diskutiert man sie nur so ein bisschen schwabernd hin und her und dann spricht man der eine Entwickler mit dem und der andere und das ist besser, mal einmal das Team zusammenzuholen, 1/2 Stunde das aufzuschreiben und das dann durchzuziehen. Ja. Und zur Dokumentation ist natürlich auch super. Also wir haben die dann im Wiki hinterlegt, ne? Diese SWOT-Analysen und wie wir uns entschieden haben. Ja. Ist.
Gibt es da Erfahrungen, ab welcher Teamgröße das dann Probleme macht, dass dann die anderen gesichert werden? Ja, also die Frage ist, dass ich gesagt habe, es ist sehr wichtig, das Team auch mit einzubeziehen, wann das sozusagen nicht mehr funktioniert, weil die Diskussionen zu lange werden, die Teams zu groß werden. Ja, also ich kann da nur aus meinen eigenen Erfahrungen berichten, ich habe da jetzt keine Studie gemacht. Klar, wenn man jetzt 20, 30 Leute in einer Sitzung hat, das funktioniert nicht. Ne? Also da muss man dann vielleicht aus den einzelnen Teams mal zwei Vertreter suchen. Dazu brauche ich aber schon ein gewachsenes Team, was sich vertraut. Ja, also wenn ich jetzt ein ganz neues Team habe, ist es vielleicht besser, alle mit einzubeziehen. Da muss ich halt die Diskussion so moderieren, timeboxen, dass ich sage, okay, wir machen das jetzt eine Stunde. Ja, und dann kann jeder sich das vielleicht nochmal angucken, überlegen. Und wenn ja auch ein wirklich wichtiger Faktor von jemandem kommt, dann gucken wir nochmal morgen oder in 3 Tagen drauf. Dann machen wir noch ein Anschlussmeeting. Ja, einfach, da muss ich halt mit Timeboxing oder anderen Methoden arbeiten, um die Diskussion einzufangen, weil ich kann, klar, wir haben auch schon Diskussionen geführt mit 23 Leuten, 2 Stunden, das bringt aber dann, also das dreht sich im Kreis, so, ne, das muss man dann einfach mal abloggen, vertagen und wenn das Team sich vertraut, ist das mit Vertretern auch überhaupt kein Problem, aber das braucht ein bisschen Zeit. Gut, also Fragen, ansonsten, glaube ich, haben wir die Zeit viel vor. Dann will ich das nicht weiter blockieren, die Bühne für den ersten Redner. Vielen Dank für die Diskussion, vielen Dank fürs Interesse und ja, ich freue mich über weitere Gespräche am Stand oder hier so auf der Konferenz. Dankeschön.